Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Und ja, wir haben heute wieder Montag. Ich denke mal, die meisten wissen, was heute für ein Video ansteht. Und zwar erspielen wir uns heute gemeinsam hier diesen 89er neuen Callejon Team of the Season mit 96 Tempo, 90 Schießen. Ich finde ihn eigentlich bis jetzt sogar auch die beste Karte. Das sage ich zwar für jedes Mal, habe ich so das Gefühl. Aber ja, er hat zwar leider nur die 3 Sterne Skills, trotzdem überragende Werte. Und wird natürlich auch gut zu Mertens linken, wenn man den dann mal spielen würde. Deswegen denke ich mir so, yo, die Karte könnte man gerne mal spielen. Und ja, das werden wir natürlich heute machen. Das Team zeige ich euch gleich, denn ihr seht schon, ich zeige euch ja auch immer mein Weekend League Ergebnis. Ich habe es mal wieder geschafft, 40-0 zu holen, jetzt zum dritten Mal nacheinander. Auf jeden Fall neuer Rekord. Und ja, ihr habt schon letztes Mal in die Kommentare geschrieben, dass ihr es ziemlich krass findet. Weiß auch nicht so ganz, was im Moment mit mir los ist. Wie gesagt, dreimal nacheinander 40-0. Heißt aber dann wahrscheinlich auch, wir ziehen wieder die 6 schlechtesten Team of the Season Karten am Donnerstag. Von daher, mal schauen, ob wir da dieses 40-0 Karma, so wie ich es jetzt mal nennen, ja, vielleicht ja, besiegen können. Das aber dann natürlich Donnerstag, wenn wir die 6 Serie A Team of the Season Spieler kriegen. Und ja, ich werde euch jetzt einfach mal kurz unser Team zeigen, denn auch das haben viele reingeschrieben, sie meinten, yo, spiel doch einfach nochmal mit den ganzen Spielern. Und genau das machen wir jetzt. Ich habe mir ein schönes NLW gebaut, um die 5 Turnierspieler, die es jetzt bislang gab. Und ja, das Ding ist natürlich, man muss leider eine Legendenkarte benutzen, denn das Team könnte man so nicht auf voller Chemie auf der PlayStation spielen, weil das einfach nicht möglich ist mit den Spielern, weil es gibt nun mal keinen Deutschen, der in der Ligue 1 und gleichzeitig in der Buckets Premier League spielt und gleichzeitig in der La Liga. Von daher muss man halt hier auf RPT zurückgreifen. Und den habe ich noch als Leihlegende, den wollte ich einfach nochmal spielen. Habe ich euch, glaube ich, auch noch nie in einem Video gezeigt. Und vorne dann noch Reus als wilde Stürmer auch noch nie gespielt. Da sieht es nach einem ordentlichen Team aus. Ich würde mal sagen, wir schauen uns direkt mal den ersten Gegner an. So, Spiel. Ja, moin. Nummer 1. Silberhybrid. Ja, gut. Und Sead Kolasinac als LAV vorne Son und Kane. Könnte nicht so einfach werden. Ah, sieht direkt mal gut aus. Sigurdsson kann schießen. Erste Torchance haben wir schon mal. Ah, sieht gut aus. Petit auf Reus. Unten steht Montero frei. Montero hätte ich jetzt gar nicht so von ihm erwartet. Denn er hat, glaube ich, nur 71 Schießen auf der Karte. Aber den macht er mal wunderschön perfekt rein. 1-0. Schon ein nicht unwichtiges Tor, denn ihr habt es ja gesehen, er spielt mit einer Fünferkette. Oh, das spielt der Gegner nicht so verkehrt. Und da steht es 1-1 mit seiner ersten Torchance. Hat er aber auch stark gespielt. Direkt nach dem Anstoß halt. Ah, Rudi rennt durch. Kurze Ecke. Und da machen wir direkt mal wieder das 2-1. Stark gemacht von Rudi. Gegner kommt hier über Son. Ah, 2-2. Ich merke das jetzt schon wieder im ersten Spiel, dass der Gegner halt auch wirklich nicht so schlecht ist. Ihr habt es auch an seinem Team gesehen. Ah, außen ein bisschen Lucky Pulisic. Legen wir ab auf Marco Reus. Ein Tor nach dem anderen. Hier nach 33 Minuten 5 Tore, aber wir gehen mal wieder in Führung. Ah, gut gemacht von Pulisic. Da geht Sigurdsson. Pulisic wieder durch. Muss er den nur noch verwandeln? Das macht er mal ganz, 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 ganz stark. Also hinten muss ich sagen, ist der Gegner trotz seiner Fünferkette nicht wirklich gut vorne. Hat er aber schon seine Szenen, wo er nicht ungefährlich ist. Aber Pulisic macht das richtig stark. 4-2. So, erste Halbzeit ist rum. Ja, mein Gegner hat 2 Schüsse, 2 Tore. Das ist ein bisschen lucky. Aber Reus auf Sigurdsson. Das macht er auch ganz stark. 5-2. Da haben wir mal den Instant Rage Quit. Also da hat offenbar jemand ja, direkt seine Xbox ausgemacht. Kann man natürlich mal machen. Heißt aber für uns, wir ziehen in die nächste Runde ein. So, und der nächste Gegner. Das ist so Wahnsinn, was die alle auch für mega starke Teams haben mittlerweile. Ich will mich natürlich jetzt hier nicht ja, beschweren. Ihr kennt alle mein Team. Aber auch der wieder mit ja, 4 Team of the Season Karten und mit SBC Suarez vorne. Die Chemie stimmt aber nicht so ganz. Komm schon, Reus. Finesse-Shot. Oh, und dann geht er gegen Pfosten. Ah, das ist schön gespielt. Da ist Rudi. Dann machen wir direkt mal wieder das 1-0. Komm schon, Montero.
Übersteiger nach hinten macht er gut. In der Mitte steht Marco Reus. Und dann machen wir direkt mal das 2:0. Und ich glaube, dass ihr das mittlerweile kennt. Wir ziehen ins Halbfinale ein. So, das Halbfinale. Und ja, das sieht doch jetzt mal eher nach einem, ja, einem normalen Team aus. So will ich es jetzt mal formulieren. Mit nur zwei Team auf der Season-Karte, aber mit dem 84er Mané vorne. HPT startet mal. Brechen wir aber ab. Da ist Reus wieder auf PT jetzt mit seinem starken Linken. Kann er den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Wir bleiben aber am Ball. Schade. Außen geht wieder Carvajal und Rudi. Zurück auf Carvajal. Jetzt auf Reus. Puh, das war mal richtig geil gespielt. Das will ich mir eigentlich nochmal anschauen. Ja, danke auf jeden Fall für diese tolle Perspektive. Müssen wir uns später nochmal kurz angucken. Montero. Schöne Ballrolle. Da oben läuft jetzt Rudi, aber den kriegen wir irgendwie nicht angespielt. Machen wir es alleine mit Marco Reus mit dem Linken. Das macht er auch wieder übel stark. 0:2. Oh, schön gespielt, Rudi. Nochmal die Ballrolle. Gehen wir auch nochmal an dem hier vorbei. Das Ding war wieder in die Mitte. Da ist Sigurdsson. Dieser Sigurdsson, ich weiß nicht, was mit dem ist, aber ich finde den einfach nicht gut. Ich weiß auch nicht. Der hat zwar starke Werte, aber der spielt sich irgendwie wie so ein Bronzespieler so gefühlt. Ah, Reus. Unten läuft Petit. Wieder zurück auf Reus. Eigentlich immer dasselbe. Aber diesmal verzieht Reus. So, die erste Halbzeit ist rum. Und auch das sieht eigentlich sehr, sehr souverän aus, als wenn wir gleich ins Finale einziehen können. Ah, das ist doch gut. Jetzt schwimmen wir hier eigentlich 2 gegen 1. Mal gucken, können wir da einfach durchrennen? Petit kickt einfach den Gegner weg. Da war das Shielding. Jetzt ist er natürlich Linksfuß, deswegen die Ballrolle. Dann schießen wir den an die Querlatte. Von daher, ha, hätte das auch das 3:0 sein können. Oh, come on, Sigurdsson. Ah, da rennen wir einfach am Gegner vorbei. Es war jetzt nicht wirklich gut verteidigt. Sigurdsson. Und da steht es 3:0. Und ja, 3 von 3 Rage Quit. Das heißt, wir ziehen relativ locker ins Finale ein. Außer im ersten Spiel, ja, stand es ja mal kurz, glaube ich, 1-1 und 2-2. Ansonsten immer relativ früh geführt und die 0 gehalten hinten. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, wir springen ins Finale. Und da wartet jemand, der macht so ein bisschen so das Ähnliche. Denn er hat auch 3 Daily Knockout-Spiele. Dazu auch noch den 87er Aubameyang im Sturm. Aber auch da nicht volle Chemie. Ah, stark gemacht von PT. Jetzt rennt er direkt durch. Jetzt legen wir nochmal ab auf Reus. Come on. Und der ist das 1:0 nach 14 Minuten. Ah, wieder sehr viel Platz. Oben steht Pulisic ganz frei. Das muss eigentlich das 2:0 sein. Pulisic da mal mit einer kleinen Schwäche. Montero geht da gut an Renato Sanchez vorbei. Reus. Ah, wir bleiben aber am Ball. Da ist Pulisic. Jetzt mit dem Linken. Jetzt kann er es besser machen. Jetzt macht es besser. 2:0 nach 18 Minuten. Das sieht sehr, sehr gut aus. Oh, was macht der Gegner da mit einer Variante? Gar nicht so schlecht. Oh, die Ecke. Das ist immer gefährlich. Und der Depp. Ja, moin. Aber was macht Trapp? Ich habe ihn nicht rausgeholt. Das könnt ihr mir glauben. Er kommt einfach automatisch raus, hat den Ball nicht. Das kann einfach nicht sein, sowas. Weil ich kann dieses Tor nicht anders verteidigen. Naja, gut. 2:1. Komm schon. Jetzt müssen wir direkt noch vor der Pause alles fix machen. Das stellen wir doch den alten Abstand direkt wieder her. Reus, der, muss ich sagen, geht wirklich ab. Vor allem auch im Torabschluss. Das ist der eiskalt vorne. Und ja, 3:1, sehr wichtig. Lass dich gut aus, nochmal rüber. Sigurdsson. Ja, Mann, 4:1, das denke ich mal, ist die Vorentscheidung. Hm, auch das wieder gut gespielt. PT diesmal. Nehmen wir nochmal Reus mit. Der hat nämlich einen besseren Torabschluss. Hab's euch gesagt. 5:1, jetzt läuft es natürlich richtig gut gerade. Ah, der Gegner hat jetzt nicht mehr so Bock auf Abwehr, habe ich so das Gefühl. Ihr seht's hier. Ja gut, dann kann man jetzt natürlich noch ein paar Tore schießen. Ah, Sigurdsson lackt sich da ziemlich durch. Und ja, bei 7:1 offenbar war es dann zu viel für den Gegner. Da kommt der Instant Quit und das heißt, für uns, wenn die Server standhalten, das weiß man ja nie, ihr kennt das ganze Problem, dass wir José Calderón freischalten. Da ist er natürlich noch die 1000 Münzen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür.
Ich weiß bis heute nicht, warum man die 1000 Münzen dann noch mit dazu bekommt. Aber egal, wir kriegen José Callejón. Wir werden uns ihn jetzt gleich nochmal ganz kurz anschauen. So, da haben wir auch den guten José Callejón. Wie schon gesagt, 3 Sterne Skill Moves, leider nur 2 Sterne auf dem Schwachen und eine High Work Rate. Also so von den Werten her oder dann von diesen ganzen Eigenschaften ist er auf jeden Fall nicht der Beste, aber die Werte sprechen natürlich für sich. Es war trotzdem, denke ich mal, relativ cool und den, denke ich mal, werde ich auch in den nächsten Videos hin und wieder mal spielen. Von daher würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet und ich wünsche euch natürlich auch ganz viel Erfolg, wenn ihr ihn selber erspielen wollt. Und ja, macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.